Da kann ich auch wieder irgendwas benutzen. Der Stein wird gelasert. Und aufgesogen. Okay. Ich weiß ja nicht, ob das so toll ist, aber wir gucken uns mal hier das Plakat an. Gelasert. Okay, aufgesogen. Aha. Und dann dagegen. Aha. Verstehe ich. Ich hoffe, ihr auch. Also ich eigentlich nicht. So, und hier muss der Stein noch irgendwo hier durch. Ich weiß gar nicht mehr wie. Was haben wir denn da? Ach ja, die Müllentleerung. So, mehr ist nicht. Was haben wir da oben? Eine CD. Also, soweit das eine CD ist, dann ist das eine CD. Die CD kann man bestimmt hier reinpacken. In das Programm. Damit auch das hier nicht mehr aufsaugt, sondern halt den Müll wieder entlässt. Error? Error ist immer gut. Ich war's nicht. Okay, es ist kaputt. So. Gehen wir mal nach oben. Ja. So sollte es sein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ja. Ja. Tschüss, Gomo. Folge dem Stein. Bei der Macht des Steins. So. Und wir landen hier gemeinsam mit allen anderen Steinen. So, gehen wir mal da hoch. So. Gut, dass hier, ne, alles intakt ist. Oh nein, Matrix-Effekte. Okay. Alles gut. So, was haben wir denn da? Aha. Ja, sehr, sehr schwerer Stein. Okay. Hier haben wir noch irgendwas. Kriegen wir so nicht auf. Kann ich jetzt hier nochmal an der Waschmaschine hier rumspielen. Jetzt, wo da ein Stein drin ist. Bewegt sich der Stein. Wie war das hier? Ob ich hier einfach durch die Tür konnte oder sowas? Ich weiß es gerade nicht. Das ist ja nur das Stoppen der Maschine. Ach, da. Da hängt so ein Faden. Ich wusste doch irgendwie sowas war hier. So. Und den Faden, den verbinden wir jetzt mit der Tür. Pass auf. Einmal mit Tür verbinden. Und auch mit dem Stein. Und dann schmeißen wir den Stein einfach runter, weil Gomo zu schwach ist, um die Tür zu öffnen. Aber durch die Hebelwirkung mit dem Stein wird es schon irgendwie klappen. Ups. Ich war's nicht. Aber wir können da durch. Yay! So, noch mehr ganz tolle Mitarbeitergebäude. Räume, was auch immer. Hier ist zu. Okay. Ja, da oben haben wir zwei Schlüssel. Hier ist noch so ein Bild von diesem Soldaten, glaube ich. Sato, keine Ahnung, irgendwann mit Z. Sehr selbstverliebter Typ. Brauchen wir noch. Einmal hier ganz kurz hier Schlüssel mitnehmen.
weiß gar nicht, ob ich den Anschluss auch brauche. Kriege ich gar nicht, okay. Dann am runter. Schön, dass hier das Kabel noch, ne, aussieht wie neu. Also ich lüge auch nur ein bisschen. Ja, warte, lass mir doch einmal den Schlüssel ziehen hier. So. Mal hier aufmachen, bitte. Hast du schön gemacht. So, dann ziehen wir mal hier am Hebel. Eine gute Idee. Aber es hat funktioniert, was auch immer. Ich glaube, das hat hier oben die Tür hier aufgemacht. Was haben wir denn hier? Aha. Kann ich jetzt... Ah, da. Wollte schon sagen, irgendwie muss ich doch hier durch. Das ist ein Fahrstuhl, aber mit dem komme ich jetzt gerade nicht nach unten. Was haben wir denn da? Aha. Ein versteckter Safe. Aber der lässt mich nicht durch, weil ich nun mal Gomo bin und hier nicht gemeldet bin. Gut, dann verwenden wir halt das Bild. Dann sehen wir aus wie Mr. Vorn und zu. So, jetzt brauchen wir das eklige Bild nicht mehr. Reicht auch. So. Hier Tür auf und dann einfach mal da durch. Und da haben wir das, was die Aliens haben wollen. Den Kristall. Ach ja, Kristall, Gegenhund. Das kann ich. Gut, dann schnappt ihr mal den Kristall. Na komm, Glas weg. Und Kristall ist dein. So ein toller Kristall. Schnell weg. Oh oh. Nicht gut. Ein Wachroboter. Ich bin weg. Fällt nicht auf. Hallo? Scheint aber auch nicht so ganz nicht defekt zu sein. Benutzen wir mal einen Kristall mit dem Roboter. Bei der Macht des Kristalls. Der Roboter ist schwer beeindruckt. Also irgendwie so gar nicht. Aber wir gehen mal voran. So. Wir haben den Roboter deaktiviert oder pausiert oder sowas. Wir können da nicht durch. Na, shit. Waren wir zu langsam? Ich weiß nicht. Wir probieren das nochmal. Er brutzelt jetzt auf jeden Fall wieder. Nee, kann ich nicht benutzen. Hm. Oder liegt das jetzt wirklich nur daran, dass ich jetzt auf dem Podest stand? Gucken wir nochmal. Ah, jetzt kann ich es benutzen. Bei der Macht des Kristalls! Ah! Jetzt darf ich aber, ne? Endlich. Ich muss hier weg. Ich werde gesucht, ich bin kriminell. Na, guck mal. So knuffig diese Viecher. Kinder, klopft niemals in ein Aquarium gegen die Glasscheiben. Das ist so laut für die Fische. Oh oh. Natürlich, er hat hier einen eigenen Wal und Piranha-Fische und hast du nicht gesehen. Okay, gut. Ich bin immer weg. Tschüss. Was? Ach, Minispiel oder was? Weiß gar nicht, wohin ich das Ding jetzt hier... Ach, da unten, okay.
Warte. Warte. Ich glaube, ich muss das hier drehen, ne? Nee. Muss ich das hier drehen? Nee, macht ja auch keinen Sinn. Oh, ich drehe das hier. Das sieht schon besser aus. Nein. Das hier. Mal dahin. Dann drehen wir mal hier. Das hier macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Weil wir das dann hier rüber dann nicht mit dem Ding verbinden können. Das heißt, wir müssen das hier anders machen. So. So. Einmal hier. Und schon haben wir es. Jetzt Aufzug fährt nach oben. Der ist auch lang genug nach unten gefahren. Jetzt können wir auch mal wieder nach oben. Gut. Schläft einfach jemand mitten im Rohr. Fahrstuhl kaputt. Hallo Spinne. Super. Ah, jetzt komme ich auch weiter. Nette kleine Zwischensequenzen, muss man ja doch sagen. So, endlich wieder eine Oberfläche. Nehmen wir ein Schaf am Zeppelin, das ist super. Was haben wir hier? Ah, ein Rasierer. Den Rasierer benutzen wir mal mit dem Schaf. Einfach nur, weil ich es kann. So. Und da steht jetzt drauf 3954. Könnten wir uns jetzt wahrscheinlich hier übers Teleskop auch nochmal angucken. Warte. Einmal hier hoch. Einmal hier durchgucken. Und wir sehen, aha, scharf. 3954. Gut, gehen wir wieder runter. Und hier an den Zahlenschloss werden wir es bestimmt einsetzen. 3954. Okay. Gut, akzeptiert. So. Was haben wir denn hier Feines? Wir können hier dran drehen. Oder zumindest Kurbel mitnehmen. Irgendwas können wir bestimmt. Was können wir hier machen? Damit drehen wir dann das Rad. Aber wofür? Das ist so die Frage. Da hinten läuft hier irgendwo ein Strichmännchen hier hoch. Ah. Ne, ihr seht da. Strichmännchen. Okay. Das Ding hat auch seinen Gipfel erreicht. Das ist super. Und dann schlittert er da wieder runter. Das sind so süße kleine Details einfach. Muss man einfach sagen. So, hier kann ich jetzt wieder weiter. Was haben wir hier noch? Ich glaube, hier bei dem Brunnen war, glaube ich, irgendwie was. Die Laterne können wir erstmal mitnehmen. Oder auch nicht mitnehmen. Aber in den Brunnen können wir runter. Und wir sehen nichts. Ja, nichts. Da können wir erstmal wieder hoch. Wenn man uns lässt. Möchtest du jetzt vielleicht die Laterne mitnehmen? Ich frage nur. Ach, da ist kein Feuer drin. Gut, was haben wir denn hier? Machen wir hier so. Ach ja, das war ja so ganz komisch. Wir haben hier am Brunnen
mehrere Farbcodes. Ich weiß nicht mehr, ob das jetzt übereinander war oder ob das halt die senkrechten Linien immer waren. Wir machen mal erstmal eine senkrechte Linie, die oberste. Wir machen erst rot, braun und dann gelb.